Hallo, herzlich willkommen bei Kuchelfit Masterclass. Es wird heute wirklich spannend. Wir haben einen echten Profi heute da. Das ist der Andreas Schwimbacher. Bist du fit? Logisch, mein Freund. Wir kochen wieder mit Südtiroler Qualitätsprodukten. Du hast ein ganz tolles Rezept mitgebracht. Das ist ein Gerste-Risotto mit Bachforelle zweierlei Art und Chips aus Südtiroler Speck. Karl, bist du pronto? Ich bin pronto. Und wir waren mit dem Andreas unterwegs und das schauen wir uns jetzt an. So, Karl, es ist bald soweit zu unserem Duell. Ich freue mich schon. Ich habe schon ein paar Produkte vorbereitet. Einmal eine Gerste. Mit denen werde ich ein Gerste-Risotto machen, eine Butter und einen Südtiroler Speck. Den Speck habe ich von meiner Vorratskammer geholt, damit ich punkte. Und ein Produkt fehlt mir noch und das werde ich jetzt besorgen gehen. Ich bin hier am Bach und gehe jetzt eine frische Forelle fischen. Und dann werden wir ja sehen, wer findet, was das Duell macht. So viel zum Andreas und jetzt lassen wir es krachen. Was werden der erste Arbeitsschritt jetzt sein? Ich darf mal die Gerste langsam überstellen. Ich fange jetzt mit den Speckchips an. Okay, fangst du mit der Gerste an und du mit Speckchips. Genau. Los geht's. Wieso brauchen deine Speckchips länger? Oder weil ich sie im Ofen schiebe. Man kann sie in der Mikrowelle machen, man kann sie in der Pfanne machen, aber ich schiebe sie normal alle im Ofen. Gerste Risotto, gell? Also eigentlich Risotto ist eigentlich nicht richtig, gell? Nein, eigentlich nicht, weil ich meine, Gerste ist Gerste, Reis ist Reis. Ja. Es ist halt die Gebrauchsanweisung so, weil es halt im gleichen System gemacht wird, wie ein Risotto. Das ist eine schöne Forelle, topfrisch. Schon der Glanz, die ja. Augen. Ja. Nicht die Kiemen normalerweise. Ja, schön rot. Schön durchblutet. Schön keif, siehst du? Ja. Andreas, wie schaut es bei dir aus? Was hast du gelernt? Ich habe in Fintel gelernt, dann habe ich in Südtirol mehrere Stationen gemacht. Ich bin in die Schweiz in einem Relais-Château mit Thomas Schlönstern. Ah, okay. Bin ich weiter und dann nach Österreich und dann bin ich nach Australien ein halbes Jahr, nach Melbourne. Und jetzt bist du? Jetzt bin ich im Haarental, ist eine Deluxe und Spa-Resort, ein 5-Sterne-Hotel. Ja. Meine Mama hat mir gesagt, Bauer wäre Koch, weil Kellner kannst du allen noch werden. Ja. Deswegen. Das ist ein guter. So, du bist jetzt schon beim Zubereiten vom Zwiebel, gell? Genau. Was hast du jetzt genau getan? Ich habe jetzt gesüßten Rotwein mit Rotweinessig, Zucker, Salz habe ich mal aufkochen lassen. Mhm. Dann in Zwiebel, Radieschen rein, die lasse ich jetzt 3-4 Minuten leicht köcheln. Und dann ziehe ich sie weg, dass das alles einzieht. Normalerweise muss ich oft einmal ein helfen, aber eher da heute überhaupt keine Chance da dazwischen zu gehen, weil da kann ich leider was kaputt machen. Wenn ich so Brettl putzen bitte. Ah ja, nein, das geht so gut. So, schön putzen. So, Chef, putzen. Danke, danke. Was geht jetzt bei dir? Jetzt tue ich die Zwiebel gerade in Olivenöl leicht undünsten, noch die Gerste dazu, mit Weißwein das ablöschen und dann mit dem Gemüsefond aufgießen. Du fängst jetzt also mit dem um, oder Karl genau. Eigentlich schon lang. Mittel drin ist, gell? Was trinken wir da heute dazu? Heute trinken wir einen Weißburgunder von Rockensteiner. Okay, dann gehen wir mal holen da, schau dir nochmal da stehen. Das ist ja so ein toller Weißwein. Jo. Passt gut zu dem Gericht dazu. Okay. Das sind die Logen so rund um Bozen, die besten Logen. Ein bisschen noch Äpfel, noch Geschmack. Und ist sicher ideal für den Gericht. Den werden wir noch probieren und den kann man sehr gut dazu trinken. Hat er den Hobel gestohlen? Hat er den gestohlen? Ist das deine? Das ist meine, ja. Ja, schau dir, das hat dann geflattert, gell? Du musst aufpassen. Bei den Nasten musst du wirklich aufpassen. Wenn nicht jeden Ding schaffst. Ich bin ein unscheinbarer Fahrer. Ja, bin ja, ich ja. Da. Fahr mal dort, zack, zack, so wie. Ja. Dann bin ich auch wieder gleich weg. Da kannst du. Machen wir jetzt die Chips. Meine Chips rein dir. Gut. Ich tue sie gleich rein, gell? Nicht, dass du noch. Und einschalten, nicht, dass du noch hast, ich und alles hingemacht. Ach, schau, du hast ein paar so kleine Pipetten. Karl, wie lange die Chips? Eine Minute? Der ist bei toll gesagt. Schnell, eine Minute, es ist nicht zu spät. Da habe ich Angst vor dir. Eine Minute. Schau, eine Minute, okay. Oh, Spielemann. Das sind auch so Sachen, die Jungen natürlich stärker verwenden, gell? So. Ja, aber da geht es mir nicht zu. Den Fisch werden wir auch noch essen, gell?
Was hast du da getan? Hast du da davor gewürzt oder nein? Das ist einfach gleich so, wie es ist. Nein, hier haben wir nichts gewürzt. Und jetzt sollst du sie beschweren, damit sie... Ja, dass wir die Haut schön umgebraten werden. Ja. Okay, du rührst jetzt ab. Du machst jetzt das da drauf. Hast du jetzt die Zitrone rein, oder? Genau, Vanillensaft jetzt gerade rein. Ein bisschen Zitrone zerschen. Genau. So, also deine Dinge sind jetzt... Nein, schwarz. Nein. Oh, Spiel im Ofen. Soll ich es ausholen? Ja, bitteschön. Stellst du es mir da her. So. Salzig sein sie. Ich hätte gedacht, man sollte Salz dazu tun. Ich meine, der ist doch gesalzen haben. Gell? So, bei dir, bist du zufrieden? Schau dir das an. Ich glaube, wir sind jetzt auf dem Punkt, wo wir sagen können, Freunde. Jetzt geht's los. Jetzt geht's dem Endspurt zu. Hätte ich jetzt gern vom Teller 1 kosten. Und zwar in Risotto mit Fisch. Ja. Sehr fein, der Fisch. Und dann richtig guten Fischgeschmack noch. Nicht überdeckt. Textur und Konsistenz großartig. Von der Gerste kann man ein bisschen beißen. Das ist gut. So, Teller Nummer 2, genau die gleiche Kombination bitte. So. Mhm. Mhm. Da haben wir ein bisschen Zitrone dabei und der Fisch und das harmoniert auch sehr gut. Ah, das ist so schwierig. Okay, dann gehen wir bei Teller Nummer 1 aufs Tartar. Hm? Mhm. Interessant. Tartar in der Form, also so jetzt mit der Geschmacksnuancen habe ich jetzt eigentlich so nicht gehabt, aber es ist ganz großartig. Also, sehr interessant. Nummer 2 bitte. Tata. Kamera. Freunde, das ist schwierig. Wow, Freunde. Das haben wir auf höchstem Niveau. Ich muss da wirklich wieder auf Unentschieden entscheiden, weil da muss dann vielleicht ein wirklicher Gourmet und ein wirklicher Fachmann und Profi kosten, um da dann nochmal die Nuance auszufinden, die was es eigentlich unterscheidet. Ich entscheide auf Unentschieden. Absolut. Ja. Keine Chance. Super. Ja, super. Großartig. So, Andreas. Wunderbar, Andreas. Danke, danke. So, jetzt trinken wir noch ein Glas Wein. Zum Abschluss, also wirklich, ich muss sagen, eindeutig Unentschieden. Danke fürs Zuschauen wieder. Andreas, danke vielmals für das tolle Rezept. Karl, war eine tolle Sendung. Und nicht vergessen, daheim. Nachkochen, gell?